Tagesordnungspunkt 5a und 5b auf, sowie den Zusatzpunkt 2. Unter diesen Tagesordnungspunkten geht es um die Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zur Verhinderung des Missbrauchs von Leih- und Werkvertragsarbeit. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Auch dazu gibt es offensichtlich Einvernehmen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Arbeit und Zusammenhalt, das ist das, was unser Land stark macht. Es ist Grundlage für Wohlstand, wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen und auch für den sozialen Frieden in unserem Land. Und darum dürfen wir es nicht hinnehmen, wenn Arbeit durch Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen entwertet wird. Und darum müssen wir eingreifen, wenn durch diesen Missbrauch ein unfairer Wettbewerb zwischen Unternehmen und auch zwischen Arbeitnehmern in diesem Land befördert wird. Mit dem vorliegenden Gesetz schieben wir hier einen Riegel vor. Wir sorgen dafür, dass die Arbeit von Leiharbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fair bezahlt wird. Zwei Punkte sind zentral. Erstens, Leiharbeiter müssen in der Regel spätestens nach 9 Monaten den gleichen Lohn erhalten, wie ihn Stammbeschäftigte für eine vergleichbare Arbeit bekommen. Zweitens, konzentrieren wir die Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunktion. Leiharbeit ist dazu da, zeitlich befristet Arbeitskräftebedarf oder Auftragsspitzen zu decken. Sie ist nicht dafür da, auf Dauer Stammbelegschaften einzusparen und unter Druck zu setzen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist mancherorts aber über die Jahre mit Verlaub in Vergessenheit geraten. Es gibt viele Beispiele aus Betrieben, wo Leiharbeiter zum Teil 6 oder 8 oder 10 Jahre ohne Aussicht am Ende übernommen zu werden entliehen sind. Das gibt es von einfachen Tätigkeiten bis hin zu hochqualifizierten Berufen wie ärztliches Personal in Krankenhäusern. Wir konzentrieren Leiharbeit wieder auf ihre Kernfunktion, indem wir die Höchstdauer für den Einsatz auf in der Regel 18 Monate begrenzen. Wer länger eingesetzt wird, bekommt ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher. Von beiden Grundsätzen, gleicher Lohn nach 9 Monaten und Höchstdauer 18 Monate, können die Tarifpartner unter bestimmten Bedingungen allerdings abweichen. Warum? Arbeitgeber und Arbeitnehmer machen die Betriebe, machen unser Land zusammen stark. Darum haben wir den Gesetzentwurf übrigens auch sehr intensiv mit den Sozialpartnern abgestimmt, mit Arbeitgebern und mit den Gewerkschaften. Die Sozialpartnerschaft ist für mich Herzstück unserer sozialen Marktwirtschaft. Und darum geben wir den Sozialpartnern auch Spielraum. Durch Tarifvertrag, also zusammen, nicht alleine, können sie den Einsatz von Leiharbeit abweichend von den Grundregeln des Gesetzes gestalten und aushandeln. Das setzt einen neuen Anreiz, sich tariflich zu binden. Und daran mangelt es. Es gibt eine immer mehr voranschreitende Rückzug der Arbeitgeber aus dieser Tarifbindung, ganz besonders in Ostdeutschland. Und es bietet die Chance auf die besondere Situation. Das macht eben Tarifverträge um einiges besser als pauschale Bundesgesetzgebung, auf die eigene Branche und den eigenen Betrieb auch einzugehen und da gemeinsam nach vernünftigen Lösungen zu suchen. Manche in diesem Haus mögen dieses Prinzip kritisieren oder haben es überhaupt nicht verstanden. Das ist mein Gefühl an dieser Stelle. Ich sage, dieses Prinzip ist der Kern dessen, was unsere soziale Marktwirtschaft ausmacht. Und ich bin froh, dass wir es auch in diesem Gesetz gemeinsam hier zur Anwendung bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Gesetz verfolgt bei der Überlassungshöchstdauer einen arbeitnehmerorientierten Ansatz. Das heißt, die Höchstüberlassungsdauer wird an die Person, nicht an den Arbeitsplatz gebunden. Das ist sowohl für die Leiharbeitnehmer als auch für die Unternehmer von Vorteil.
Der Leiharbeitnehmer profitiert, denn er hätte nichts gewonnen, wenn er nur eine Station weiter versetzt werden müsste und schon würde die Höchstüberlassungsdauer wieder von neuem zählen. Das wäre nämlich der Fall, wenn wir es an den Arbeitsplatz binden. Und die Unternehmen gewinnen, denn man stelle sich mal vor, wir müssten alle Arbeitsplätze in Deutschland einer Beschreibung unterziehen und feststellen, ob sie voneinander abweichen oder identisch sind. Nämlich das wäre ebenfalls eine Konsequenz, wenn wir es an den Arbeitsplatz binden. Eine Übung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir sicher besser vermeiden sollten. Und das tun wir mit diesem Gesetz auch. Ein weiterer zentraler Punkt. Leiharbeiter dürfen nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden. Bisher gab es noch tarifliche Verbote, sogar eine gesetzliche Regelung. Leider gibt es richtig haufenweise Beispiele, wo das umgangen wurde. Ich will nur mal eins nennen. Eine Kassiererin, und das sind konkrete Fälle, die wir vorgetragen bekommen haben, die über eine Leiharbeitsfirma an der Kasse saß, der wurde gesagt, wenn neben dir die Kollegin jetzt aufsteht und in den Streik eintritt, dann gehst du ins Personalbüro. Da liegt ein Vertrag. Bei Streik darfst du eigentlich nicht arbeiten, aber wir stellen dich für die Zeit in der Tochterfirma an und für die gilt das Verbot dann nicht. Du unterschreibst und dann setzt du dich wieder an die Kasse. Damit ist Schluss. Dieses Gesetz macht das unmöglich. Zur Augenhöhe gehört auch übrigens, dass Leiharbeitnehmer nicht einfach rausgerechnet werden, wenn es um die Schwellenwerte im Betriebsverfassungsgesetz oder in der Mitbestimmung geht. Künftig zählen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter im Einsatzbetrieb mit bei diesen Schwellenwerten. Und auch das ist ein Stück Gleichbehandlung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wichtig ist, wir schaffen Transparenz bei Leiharbeit und Werkverträgen. Wir holen damit zum ersten Mal Werkverträge aus der Grauzone heraus. Allen voran, indem wir die sogenannte Vorratsverleiherlaubnis abschaffen. Sie wirkt bisher als Sicherheitsnetz für Fair- und Entleiher, die sich am Rande der Legalität bewegen. Zeigt sich bei einer Kontrolle, dass der vermeintliche Werkvertrag gar kein wirklicher Werkvertrag ist, besteht bisher die erstaunliche Möglichkeit, diesen nachträglich in ein Leiharbeitsverhältnis umzuetikettieren. Neues Etikett, alles legal, diese Möglichkeit wird beerdigt. Leiharbeit muss zukünftig auch als solche benannt sein, und zwar vorab klar und ausdrücklich. Das ist ein Kernstück des Gesetzes und nicht zufälligerweise geregelt in § 1 der Arbeitnehmerüberlassung. Damit ziehen wir den Deckmantel herunter und holen als Werkvertrag getarnte Leiharbeit ans Tageslicht. Man muss ausdrücklich das benennen. Wenn man es nicht tut, wenn das nicht passiert, kommt ein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber des Werkvertrages zustande. Genau das will er vermeiden. Darum ist das auch eine harte und eine richtige Sanktion an der richtigen Stelle. Mit mehr Transparenz stärken wir aber auch die Verhandlungsposition der Betriebsräte. Sie haben künftig das Recht, es ist eine Informationspflicht, die wir hier festlegen, zu wissen, wer wird auf dem Betriebsgelände eingesetzt und noch wichtiger vielleicht, auf welcher vertraglichen Grundlage. Das ist jetzt ein Recht auf Information. Sicher, ich hätte mir eine weitergehende Mitbestimmungsregelung gewünscht. Das war mit dieser Koalition jetzt nicht möglich. Aber auch das hier, was wir hier verabredet haben, wird den Einsatz von Fremdpersonal und auch das, was die Betriebsräte dafür tun können, wesentlich verbessern. Es ist überhaupt mal eine vernünftige Verhandlung um diese Frage auf der Basis von Informationen möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland bleibt also zusammen stark. Wertschätzung der Arbeit und das Zusammenarbeiten und Zusammenwirken von Arbeitgebern und Beschäftigten, das sind für mich wesentliche Grundlagen dafür, dass wir auch morgen wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial erfolgreich bleiben. Und deshalb sind es auch diese beiden wesentlichen Prinzipien, die diesem Gesetz hier zugrunde liegen. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank.
Das Wort hat nun die Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Nahles, Leiharbeit ist demütigend. Leiharbeiter sind Beschäftigte zweiter Klasse, in der Regel mit weniger Rechten, deutlich weniger Geld und oft genug ungeschützt Schikanen ausgesetzt. Leiharbeit bedeutet ständige Lebensunsicherheit. Denn Leiharbeiter sind immer die Ersten, die entlassen werden. Und das Versprechen von der Brücke in den Arbeitsmarkt, das ist längst von der Realität widerlegt. Und Leiharbeit macht arm. 2/3 aller Leiharbeiter arbeiten zu Niedriglöhnen. Viele sind Aufstocker. Im Schnitt liegt der Lohn vollzeitbeschäftigter Leiharbeiter bei 1.747 Euro pro Monat. Ich glaube, das können Sie sich alle nicht vorstellen, wie man davon leben kann und wie man später im Alter natürlich arm sein wird. Und Leiharbeit wird natürlich auch eingesetzt, um Stammbelegschaften zu disziplinieren, als Drohung, um Lohnforderungen niedrig und Arbeitnehmer gefügig zu halten. Zu Recht empfinden viele Betroffene Leiharbeit als moderne Sklaverei. Und deshalb bleibt DIE LINKE dabei. Solche Lohndrückerinstrumente haben in diesem Land nichts zu suchen. Das gehört verboten, und zwar längst. Tatsächlich war das ja früher auch mal verboten. Noch in den 60er Jahren gab es in Deutschland überhaupt keine Leiharbeit. Später war sie unter ganz, ganz strengen Einschränkungen nur erlaubt. Aber die Möglichkeit, in Größenordnungen reguläre Jobs durch mies bezahlte Leiharbeitsverhältnisse zu ersetzen, um dann im Effekt die Aktionäre mit höheren Dividenden verwöhnen zu können, das war tatsächlich über viele Jahrzehnte gesetzlich ausgeschlossen. Und Frau Nahles, man muss natürlich auch sagen, dass sich das geändert hat, ist nicht, weil die Unternehmen vergessen haben, wofür Leiharbeit mal da war, sondern ist, weil die gesetzliche Grundlage verändert wurde, nämlich damals unter Rot-Grün 2002. Damals wurden die Schleusen geöffnet. Und seither boomt die Branche. Fast 1 Million Menschen arbeiten heute in diesen Lohndumpingjobs. Jede 3. offene Stelle im angeblichen Jobwunderland Deutschland ist eine Stelle in der Leiharbeit. Und deswegen muss dieser rote Teppich für Renditejäger endlich wieder eingerollt werden. Wir werden das Prinzip des gleichen Lohns für gleiche Arbeit und gleiche Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und Stammbelegschaften gesetzlich durchsetzen. Das hat die SPD 2013 ihren Wählerinnen und Wählern versprochen. Nun, auf die Einlösung dieses Versprechens haben die 1 Million Leiharbeiter umsonst gehofft. Was Sie hier vorlegen, Frau Nahles, ich finde, das ist wirklich eine Verhöhnung der Betroffenen. Und wenn ich höre, was Sie hier gerade erzählt haben, gerade im ersten Teil Ihrer Rede, da kann ich dem zwar allem zustimmen, aber dann frage ich mich, haben Sie Ihren eigenen Gesetzentwurf überhaupt nicht gelesen? Oder sind Sie inzwischen so routiniert darin, den Leuten Unsinn zu erzählen, wider besseren Wissens, dass Ihnen das gar nichts mehr ausmacht? Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, richtig. Nach 9 Monaten sollen Leiharbeiter in Zukunft den gleichen Lohn bekommen, mit entsprechendem Tarifvertrag sogar erst nach 15 Monaten. Dumm nur, dass die Hälfte aller Leiharbeiter maximal 3 Monate im Unternehmen ist. Und bei 2/3 endet das Leiharbeitsverhältnis nach 6 Monaten. Das heißt, diese Menschen haben überhaupt nichts von diesem neuen Gesetz. Und richtig, mehr als 18 Monate darf ein Betrieb einen Leiharbeiter in Zukunft nicht mehr auf derselben Stelle beschäftigen. Aber danach muss der Arbeitsplatz nicht etwa mit einem regulär Beschäftigten besetzt werden. Nein, der Betrieb muss sich einfach nur einen neuen Leiharbeiter suchen. Und nach 3 Monaten Karenzzeit kann er sogar den alten Leiharbeiter wieder auf der gleichen Stelle einsetzen. Natürlich wieder zum halben Lohn, weil die Rechnung mit den 9 Monaten fängt ja wieder von vorne an. Und das alles ganz legal und mit dem Segen von Frau Nahles. Im Klartext, Unternehmen können in Zukunft unbegrenzt Leiharbeitskräfte beschäftigen. Sie müssen sie nur spätestens nach 18 Monaten austauschen. Ich finde, das ist das Gegenteil von gleicher Bezahlung, gleichem Lohn und Gleichbehandlung. Und darauf sind Sie auch noch stolz. Ich finde das unglaublich. Und es geht ja nicht nur um Leiharbeit. Wir wollen klarer fassen, was ein echter und was ein Scheinwerkvertrag ist. Und die Sanktionen bei Missbrauch verschärfen.
Auch das hat die SPD 2013 ihren Wählern versprochen. Und auch die Einlösung dieses Versprechens bleibt sie schuldig. In ihrem ersten Gesetzentwurf, Frau Nahles, vom November letzten Jahres, da hatten sie immerhin noch ein paar Kriterien für Scheinwerkverträge definiert. Wenig überraschend liefen die Arbeitgeber Sturm dagegen, vor allem speziell die Elektrobranche, die Metallbranche, die ja besonders gern solche Werkverträge auch einsetzt. Und sie liefen nicht nur Sturm, sie öffneten vor allem ihre Schatulle. Am 11.12. letzten Jahres erhielt die CDU eine Großspende von 150.000 Euro vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Am gleichen Tag fließen vom gleichen Absender 60.000 Euro an die SPD. Und eine Woche später wird die CSU vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit einer Spende von 358.000 Euro bedacht. Und das Geld, ja, es war offenbar gut investiert. Denn Anfang 2012, es ist natürlich nur eine zufällige zeitliche Abfolge, Anfang 2012 wurden sämtliche Kriterien, anhand derer man Scheinwerkverträge identifizieren und entsprechend verbieten könnte, aus dem Gesetz rausgestrichen. Aber ohne Kriterien für Scheinwerkverträge gibt es natürlich auch keine Sanktionen für Unternehmen, die illegale Arbeitnehmerüberlassung betreiben. Und es geht sogar noch weiter. Das neue Gesetz schafft zusätzlich sogar noch ein extra Schlupfloch für kriminelle Unternehmen, das ihnen in Zukunft das Risiko erspart, sich strafbar zu machen und Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen zu müssen. Die Unternehmer brauchen lediglich eine selbstverständlich ganz und gar freiwillige Unterschrift der Beschäftigten, dass sie auf jeden Widerspruch dagegen verzichten, dass sie eben keine Festanstellung anstreben würden. Und es ist in etwa so, als würden sie einem Vermieter erlauben, sich aus den Bestimmungen des Mietrechts zu verabschieden, wenn er dafür die Unterschrift eines potenziellen Mieters beibringt. Ja, so kann man letztlich den gesamten Rechtsstaat entsorgen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie sowas vorlegen. Der Missbrauch von Werkverträgen wird so nicht erschwert. Er wird oder gar verhindert. Ihm wird ein Freibrief ausgestellt. Und ich finde, das ist wirklich ein Skandal. Und es ist schlimm genug, dass die CDU das mitträgt. Aber dass die Sozialdemokratie sowas mitträgt, das können Sie doch nicht ernsthaft Ihren Wählerinnen und Wählern zumuten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten ja Besseres gewollt, aber mit der Union war das leider nicht möglich. Das mag ja sogar so sein. Aber ich muss auch sagen, die Fesseln der Großen Koalition, die haben Sie sich doch freiwillig angelegt. Noch gäbe es im Bundestag andere Mehrheiten. Aber wenn Sie weiterhin mit solchen Gesetzen oder mit dem Abfeiern von Konzernschutzabkommen wie CETA Ihre Wählerinnen und Wähler vergraulen, dann ist es damit eben irgendwann auch vorbei in diesem Bundestag. Ich finde das unverantwortlich. Sie lassen doch mit so einer Politik zu, dass sich immer mehr Menschen davon abwenden, dass sie enttäuscht sind. Und Teil davon, da wissen wir inzwischen, wen die wählen. Wir sind jedenfalls überzeugt, dieses Land braucht nicht noch mehr Lohndumping, Verunsicherung und Zukunftsangst. Wir brauchen endlich eine Wiederherstellung des Sozialstaates. Wir brauchen unbefristete, gut bezahlte Arbeitsplätze, reguläre Arbeitsplätze. Und wir brauchen Gesetze, die die Beschäftigten vor der rücksichtslosen Renditejagd bestimmter Unternehmen und vor allem großer Unternehmen, die es überhaupt nicht nötig hätten, schützen können. Dafür steht DIE LINKE, und deshalb lehnen wir den vorliegenden Gesetzentwurf ab. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Karl Schieberling das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ziel unserer Arbeitsmarktpolitik ist es, möglichst viele Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen und natürlich dies unter guten, fairen, ordentlichen Bedingungen. Und das, liebe Frau Wagenknecht, was Sie heute jetzt gerade vorgeführt haben, ist Ihre Welt, Ihre abgeschlossene Welt, die Sie sich so bunt malen, wie Sie sie brauchen, um dieses System zu bekämpfen, diese freiheitliche Ordnung zu bekämpfen, wie wir sie haben, damit Sie die Angriffe haben, möglichst auf die SPD,
Gut, da könnte ich mich ja gelockert zurücklehnen. Aber ich sage Ihnen sehr deutlich, das, was Sie da veranstaltet haben, war unterirdisch und das hat mit der Realität nichts zu tun. Warum hat das mit der Realität nichts zu tun? Die Realität sieht wie folgt aus. Wir haben über 43 Millionen Erwerbstätige, fast 32 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir haben über 21,4 Millionen Vollzeitbeschäftigte. Und wir haben eine positive Wirtschaftsentwicklung. Unser Problem, was wir haben, ist in vielen Bereichen regionaler und branchenspezifischer Fachkräftemangel. Wir haben 685.000 offene Stellen und wir haben 172.000 offene Ausbildungsstellen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und die Grundlage für eine positive Entwicklung ist eine stabile, gute wirtschaftliche Entwicklung. Und wir leben nun mal bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung als Voraussetzung davon, dass auch dazu gehört, dass es auch um Flexibilität geht. Und das Gesetz, was wir heute beraten und jetzt einbringen in erster Lesung, ist eine Antwort darauf, dass wir auf der einen Seite Flexibilität benötigen, auf der anderen Seite aber auch für die Beschäftigten Sicherheit. Beides ist in einer Zeit, wo wir offensiv Arbeit 4.0 diskutieren, eine große Herausforderung, vor der wir uns befinden. Und offensichtlich, Frau Wagenknecht, sind Sie mit den Linken immer noch in einem Industriezeitalter verhaftet, in dem es offensichtlich um tarifpolitischen Gleichmarsch geht, während die IG Metall und andere längst weiter sind als Sie. Meine Damen und Herren, in dieser Frage spielt die Frage der Zeitarbeit eine zentrale Rolle. Es ist völlig richtig, bis 2002 war Zeitarbeit und Leiharbeit ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, angesiedelt bei dem damaligen Arbeitsamt. Und die hatten dafür zu sorgen, dass die Leute dann, wenn sie gebraucht wurden, dann zeitweise überlassen wurden. Aber sie wurden eben nur zeitweise überlassen. Sie gingen dann wieder zurück in Arbeitslosigkeit und der Sprung in Beschäftigung ist keineswegs immer geglückt. Und jetzt haben wir daraus seit 2002 eine Branche, in der mittlerweile ca. 970.000 Menschen tätig sind. Und das sind gerade mal 2,6% aller Beschäftigten in Deutschland. Wir haben 90% der Beschäftigten in der Zeitarbeitsbranche sind in Vollzeit tätig. Sie sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Sie haben 81,2% haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 98% aller Zeit- und Leiharbeitnehmer leben in einem Tarifvertrag und viele von ihnen, nämlich etwa 40%, arbeiten in Betrieben, die ebenfalls einem Tarifvertrag unterliegen, und zwar in der Metall- und Elektroindustrie. Und wenn Sie das Beispiel der bayerischen Wirtschaft, der bayerischen Metall- und Elektroindustrie bringen, dann haben Sie genau den Falschen erwischt. Die haben nämlich Tarifverträge, die brauchen solche Regelungen nur unter dem Gesichtspunkt der Flexibilität, aber nicht unter dem Gesichtspunkt, wie sie denn möglichst billige Arbeitskräfte kriegen. Ich sage Ihnen, das Beispiel, was Sie von der Metall- und Elektroindustrie gebracht haben, zieht in dieser Frage nicht. Aber die spenden schon, oder? Die ziehen schon. Es ist in Deutschland nicht verboten, dass man Spenden bekommt, Herr Kollege Ernst. Nur wenn Sie dies in einen unsachlichen Zusammenhang bringen, der offensichtlich so konstruiert ist, damit Sie Ihr Weltbild bestätigt bekommen, dann müssen Sie sich fragen, ob Sie noch ganz am Stern leben. Meine Damen und Herren, Zeitarbeit ist dafür da, Auftragsspitzen abzufangen und nicht um Stammbelegschaft zu ersetzen. Dem stimmen wir ausdrücklich zu. Aber Zeitarbeit und Leiharbeit ist ein wichtiges Flexibilisierungsinstrument. Und 70%, und das bitte ich auch mal zur Kenntnis zu nehmen, 70% vieler Zeitarbeitnehmer kommen aus Arbeitslosigkeit. Und 29% der Zeitarbeitnehmer haben keinen Berufsabschluss. Und wie jüngst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung festgestellt hat, sind es gerade Personengruppen, die sich auf dem Arbeitsmarkt schwer tun, darunter zählen auch viele ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über Zeitarbeit wieder in Beschäftigung kommen. Und deswegen sage ich Ihnen, wäre es falsch, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und wenn wir Ihren Anregungen folgen würden, dann würden wir den Menschen nicht dienen, sondern den Schwächeren würden wir nicht helfen, wirklich in Arbeit und in Beschäftigung zu kommen. Und natürlich, meine Damen und Herren, gibt es auch Verwerfungen.
wie in vielen anderen Bereichen auch. Und diese Verwerfungen hat die Union 2010 mit der damaligen Schlecker-Drehtür-Klausel als erstes in Ordnung gebracht. Wir haben angefangen, den Bereich der zugegebenermaßen sich entwickelnden Zeitarbeit und Leiharbeit Mitte der 2005 zu regulieren und anzufangen. Und das Gesetz, was wir heute vorlegen, ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Und deswegen brauchen wir von niemandem in dieser Frage Nachhilfe, was faire Bedingungen am Arbeitsmarkt sind. Meine Damen und Herren, dies gilt auch für den Bereich der Zeitarbeit und für den Bereich der Werkverträge. Wir haben uns darauf verständigt, die Dinge weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Natürlich ist es auch Aufgabe der Verbände, aus dieser Branche eine anerkannte Branche zu machen. Und wir wissen auch, dass die Zeitarbeitsbranche sich vom Ansehen her sehr schwer tut. Und ich glaube, dass es Aufgabe der Branche auch ist, weiterhin von sich aus im Rahmen von Tarifverträgen, im Rahmen der 98-prozentigen tarifvertraglichen Bindung für eine positive Weiterentwicklung zu sorgen, zu investieren im Bereich von Bildung und Qualifizierung, selbst ein Zeichen zu setzen, dass man es mit den Arbeitnehmern, die man in seiner Branche beschäftigt hat, ernst meint und alles tut, um sie unterzubringen. Meine Damen und Herren, ich sage sehr deutlich an dieser Stelle, wir haben im Bereich der Zeitarbeit, und das haben wir im Rahmen des Gesetzgebungsvorbereitungsprozesses gelernt, höchst unterschiedliche Situationen. Wir haben Situationen, wo es viele tausend Beschäftigte sind, die wollen deswegen nicht aus der Zeitarbeit raus, weil sie deutlich mehr verdienen, als wenn sie in den zuständigen Entleihbetrieb, wo sie hinkommen, verdienen würden. Es sind Spezialisten, die keinen Schutz brauchen, aber wo wir Acht geben müssen, dass wir ihnen die Arbeit nicht zusätzlich besonders erschweren. Wir haben im Bereich der Zeitarbeit zum Beispiel eine Situation, das kenne ich von vielen sozialen Einrichtungen, die sich darum bemühen, Menschen mit großen Behinderungen und schweren Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzubringen und die deswegen alles tun, dass sie sozusagen in Außenwerkstätten tätig sind. Wenn wir denen dieses Instrument nehmen, dann nehmen wir den Menschen mit Behinderungen auch Chancen, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden, und wir wollen ihnen dort eine Brücke bauen. Und ich glaube deswegen, dass es notwendig ist, das, was wir auf den Weg bringen, uns auf seiner Wirkung und in seiner Entwicklung genau anzusehen und es auch dann entsprechend zu evaluieren. Und zu dem Thema der Werkverträge. Werkverträge sind ein über 100 Jahre altes Instrument. Kein Fenster wäre im Deutschen Bundestag eingebaut worden ohne einen Werkvertrag. Werkvertrag ist ein grundsätzliches Instrument. Dort, wo allerdings, und die Bundesarbeitsministerin hat das vorhin treffend dargestellt, dort, wo allerdings Werkverträge und Zeitarbeit miteinander jeweils in der passenden Situation im Rahmen eines Spurwechsels gerade mal verändert werden, und wo nicht klar ist, in welchem System man sich gerade befindet, dort brauchen wir Klarheit. Dies wollen wir verhindern. Das ist missbräuchliche Gestaltung, und dem dient auch dieses Gesetz. Und das hat eine ganze Menge mit fairem Wettbewerb, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern auch einem fairen Wettbewerb zwischen den Betrieben zu tun. Das Gesetz, was wir hier verabschieden oder auf den Weg bringen oder jetzt diskutieren im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens, dient auch dazu, Wettbewerbsgerechtigkeit zwischen Betrieben, die sich anständig verhalten, und denjenigen, die glauben, sie müssen allen Missbrauch nutzen, um ja möglichst zu verdienen, diesen Wettbewerb auch in eine vernünftige Ordnung zu bringen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Beate Müller-Gemmecke von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz zur Leiharbeit und Werkverträge wurde ja lautstark angekündigt. Dann haben wir aber lange auf den Referentenentwurf warten müssen. Kaum war er da, wurde er schon wieder zurückgezogen. Es wurde gestritten, neu verhandelt. Das Gesetz wurde zu einer unendlichen Geschichte. Jetzt liegt der Gesetzentwurf tatsächlich auf dem Tisch. Und das müsste ja eigentlich eine gute Nachricht sein. Aber nein, es ist keine gute Nachricht. Das Gesetz ist nichts anderes als eine Mogelpackung, denn es wird seiner eigenen Zielsetzung in keiner Weise gerecht. Wir haben
allein bei der Leiharbeit vier wesentliche Kritikpunkte. Erstens, mit dem Gesetz sollen ja die Leiharbeitskräfte gestärkt werden und auch ihre Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Das ist bitter nötig, denn die Leiharbeitskräfte verdienen weniger als das Stammpersonal. Und erreichen möchte das Ministerin Nahles mit Equal Pay. Das hört sich gut an, doch gleichen Lohn für gleiche Arbeit gibt es mit diesem Gesetz erst frühestens nach 9 Monaten und mit besonderen Tarifverträgen sogar nach 15 Monaten. Was hat das bitte mit der Realität zu tun? Wir alle hier wissen doch, dass 3/4 der Leiharbeitsverhältnisse nicht länger als 9 Monate dauern. Danach sind die Menschen entweder wieder arbeitslos oder aber sie sind schon wieder in der neuen Zeitberechnung bei einem anderen Entleihbetrieb. Und dennoch reden Sie von guter Arbeit, von einem fairen Lohn. Das ist wirklich dreist, denn von Equal Pay wird kaum jemand profitieren. Zweitens, Frau Ministerin, Sie versprechen auch, dass die Betriebe zukünftig eben nur zeitlich begrenzt, vorübergehend bei Auftragsspitzen Leiharbeit einsetzen können. Und deswegen wird ja die Höchstüberlastungsdauer eingeführt. Die gilt aber nur für die Leiharbeitskräfte. Sie dürfen nur noch 18 Monate vorübergehend in ein und demselben Betrieb eingesetzt werden. Die Betriebe können aber munter immer wieder neue wechselnde Leiharbeitskräfte auf dem gleichen Arbeitsplatz einsetzen. Das führt natürlich zu neuen Drehtüreffekten und das führt auch zu einem Personalkarussell, das sich dauerhaft drehen kann. Damit verkehrt sich die Zielsetzung in ihr Gegenteil. Das ist eindeutig eine Verschlechterung. Das ist Etikettenschwindel. Aus vorübergehend wird für die Betriebe dauerhaft. Und so wird der Missbrauch in der Leiharbeit nicht verhindert, sondern gesetzlich legitimiert. Und das geht gar nicht. Drittens. Die Höchstüberlastungsdauer kann mit einem Tarifvertrag mit den Einsatzbranchen verlängert werden, also unterschiedlich lang. Es gibt auch noch Betriebsvereinbarungen, maximal 24 Monate. Der öffentliche Dienst und auch kirchliche Einrichtungen können nochmals eigene Regelungen vereinbaren. Wer blickt da eigentlich zukünftig noch durch? Wie kann das alles überprüft werden und wer macht das eigentlich? Wie kommen die Leiharbeitskräfte zu ihrem Recht? Im Mittelpunkt stehen hier allein die Interessen der Wirtschaft, und das ist einfach nicht fair. Viertens, mit dem Gesetz sollen Tarifverträge und die Sozialpartnerschaft gestärkt werden. Gleichzeitig erlaubt das Gesetz, dass auch nicht tariflich gebundene Betriebe durch Bezugnahme von der Höchstüberlastungsdauer von Equal Pay abweichen können und so von den Tarifverträgen profitieren. Und wie passt das zusammen mit der Bezugnahme? Befördern Sie doch glatt das Gegenteil. In diesem Gesetz laufen die Ziele und die Regelung so dermaßen auseinander. Das ist nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel. Sehr geehrte Regierungsfraktion, wir Grünen wollen im Gegensatz zu Ihnen tatsächlich den Missbrauch in der Leiharbeit verhindern und haben dafür eine einfache und zugleich effektive Lösung. Flexibilität hat ihren Preis. Leiharbeit muss sich für die Unternehmen, aber auch für die Leiharbeitskräfte auszahlen. Und deshalb fordern wir Equal Pay ab dem ersten Tag und einen Flexibilitätsbonus von 10%. Über den Preis macht dann Leiharbeit betriebswirtschaftlich auch nur noch vorübergehend Sinn, und zwar ganz ohne bürokratische Höchstüberlastungsdauer. Und so entsteht eine faire Balance zwischen den Interessen der Wirtschaft und auch den Interessen der Leiharbeitskräfte. Diese Regelungen sind eindeutig, zielführend und vor allem gerecht. Zum Thema Werkverträge und dem neuen § 611a BGB brauche ich eigentlich gar nicht viel sagen. Es gibt keine Kriterien mehr. Und auch die Beweislastumkehr wurde rausverhandelt. Bei der Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Arbeit wird sich nicht viel verändern. Notwendig wären klare, an eine moderne Arbeitswelt angepasste Kriterien, die gezielt Scheinselbstständigkeit verhindert, aber die echten Selbstständigen in ihrer Tätigkeit nicht behindert. Und diese Chance wurde einfach verpasst.
Und ganz wichtig, mit dem Gesetz sollen ja auch diese zweifelhaften Werkvertragskonstruktionen und somit illegale Arbeitnehmerüberlassung verhindert werden. Und dabei geht es insbesondere um diesen Rettungsschirm mit der Verleiherlaubnis, der Unternehmen bei Scheinwerkverträgen vor Rechtsfolgen schützt. Und hier wird es richtig abenteuerlich und auch dreist. Der Rettungsschirm wird abgeschafft, das ist gut. Durch die Hintertür wird aber durch die Verzichtserklärung gleich wieder ein neuer Rettungsschirm eingeführt. Fremdfirmen halten ihre Beschäftigten zukünftig routinemäßig eine Verzichtserklärung unter die Nase. Ist diese Erklärung unterschrieben, dann verlieren die Werkvertragskräfte all ihre rechtlichen Ansprüche, denn sie können ja nicht mehr gegen illegale Leiharbeit klagen. Die Unternehmen aber sind wieder fein raus. Auch hier gilt, was als Reformvorhaben daherkommt, ist in Wirklichkeit die Legitimation vom Missbrauch von Werkverträgen. Das ist nichts anderes als Etikettenschwindel, und das kritisieren wir scharf. Wir Grünen fordern in unserem Antrag eindeutige Kriterien zur Abgrenzung von Leiharbeit und Werkverträgen, und zwar im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Wir wollen den Rettungsschirm tatsächlich abschaffen. Wir fordern auch mehr Mitbestimmung, konkret ein Zustimmungsverweigerungsrecht für die Betriebsräte. Und wir wollen auch ein Verbandsklagerecht. Das sind wirkungsvolle Maßnahmen, um den Missbrauch bei Werkverträgen tatsächlich zu verhindern. Mein Fazit ist also, das Gesetz verspricht viel, aber Anspruch und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Und ich sage es noch einmal, der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen wird nicht verhindert, sondern gesetzlich legitimiert. Das vorliegende Gesetz ist eine Mogelpackung. Gehen Sie zurück auf Start und sorgen Sie endlich für mehr Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Markus Paschke von der SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor ich etwas zum Gesetz sage, muss ich etwas zu Ihrer Rede sagen, Frau Wagenknecht. Ich fand, die war unterirdisch. Das war ein Populismus-Wettbewerb mit der anderen Seite, die hier nichts zu suchen hat. Und ich muss ehrlich sagen, so stellt die Linke auch keine Alternative dar, und so ist das weit entfernt von der Realität. Herr Kollege Paschke, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst zu, bevor Sie eigentlich angefangen haben. Aber liebend gerne lasse ich die Zwischenfrage zu. Gut. Ja, Kollege Paschke, danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt gesagt, die Rede wäre unterirdisch und populistisch. Sie sind jetzt noch kommen ja aus der Gewerkschaft, wenn ich das richtig sehe. Genau. Dann können Sie mir mal erklären, was populistisch daran ist, wenn man feststellt, dass ein Gesetz gleichen Lohn bei gleicher Arbeit in der Überschrift hat, aber letztlich den gleichen Lohn erst nach 9 Monaten Beschäftigte für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zugesteht, wenn man weiß, dass 3/4 vorher ausscheiden. Das ist doch populistisch, wenn man sagt, das Gesetz wirkt, und es wirkt in der Realität überhaupt nicht, Herr Paschke. Und jetzt möchte ich eine zweite Antwort von Ihnen. Da ist gesagt worden von der sozialdemokratischen Ministerin, dass die Gewerkschaften gestärkt werden durch ein Gesetz. Jetzt kommen wir beide aus der Gewerkschaft. Ich habe immer Tarifverträge so verstanden, dass es letztendlich mit Tarifverträgen dazu kommt, dass ein Rechtszustand für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert wird. Mit dem, was Sie hier vorschlagen, mit dem, was Sie hier in Gesetz gießen, heißt es, dass Gewerkschaften gleicher Lohn bei gleicher Arbeit ab 9 Monate nach unten korrigieren können. Das heißt, mit Tarifvertrag gibt es weniger als mit Tarifvertrag. Mit Tarifvertrag gibt es weniger als ohne Tarifvertrag. Glauben Sie, dass das ein Anreiz ist für die Tarifautonomie? Ich sage Ihnen, das ist Populismus, zu sagen, die Gewerkschaften zu stärken und letztendlich Tarifverträge zu entwerten mit dem, was Sie hier vorschlagen. Kollege Ernst, ich versuche mal, die Fragen zusammenzufassen. Es ist, glaube ich, ganz klar, wenn man einen sehr eingeschränkten Blickwinkel auf bestimmte Probleme hat. Es gibt Probleme,
Und wir haben gesagt, wir werden in dem Gesetz den Missbrauch bei Leiharbeit und Werkverträgen bekämpfen. Und genau das tun wir auch. Da werde ich gleich noch mal genauer drauf eingehen. Und ich komme aus der Gewerkschaftsbewegung. Deswegen weiß ich, dass das Bild ein bisschen bunter ist, wie Sie es hier gerade darstellen, und dass die Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Leiharbeit arbeiten, von uns erwarten, dass wir sie schützen, dass wir sie aber nicht schlachten und ihnen den Arbeitsplatz wegnehmen, wie das in Ihrem Vorschlag der Fall ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen bessere Regelungen in der Leiharbeit und bei Werkverträgen. Und wir wollen diesen Missbrauch beenden. Und genau dazu ist dieser Gesetzentwurf ein guter Schritt. Wir haben, was mir ganz wichtig ist, ein klares Verbot von Streikbruch in diesem Gesetzentwurf drin. Und das ist nämlich genau der Punkt, der die Tarifautonomie stärkt. Tarifautonomie heißt nämlich, dass beide Partner auch annähernd gleiche Durchsetzungschancen haben. Dann kommen gute Tarifverträge heraus, und das nützt den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Wir haben bisher in der gesetzlichen Regelung eine Regelung drin, die es den Leiharbeitnehmern erlaubt, die Arbeitsaufnahme zu verweigern. Das heißt, im bisherigen Gesetz ist die Entscheidung auf die schwächsten Schultern gepackt, nämlich auf die Schultern der Leiharbeitnehmer. Das ist etwas, was wir zukünftig anders haben. Wir haben nämlich ganz klares Verbot, und ich glaube, damit haben wir einen großen Bereich des Missbrauches, so wie wir es gesehen haben bei der Post, bei Kik, bei Amazon und bei vielen anderen, haben wir diesem Missbrauch die Tore zugemacht. Ein zweiter Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Jetzt heißt es entweder oder, entweder Leiharbeit oder Werkverträge. Das ist nämlich auch, und das ignorieren Sie hier völlig, das ist nämlich auch einer der Bereiche, wo am häufigsten Missbrauch betrieben wurde. Und auch dieser Bereich ist zukünftig dicht. Man muss sich entscheiden, was macht man. Und wenn man sich entschieden hat, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Und das ist nämlich genau der Punkt, was damit auch zusammenhängt. Wir haben nämlich auch den Missbrauch sehr viel stärker bestraft. Wir werden ein wesentlich höhere Bußgelder haben. Und wir werden vor allem das schärfste Schwert einführen, nämlich dass ein Arbeitsverhältnis mit dem Auftraggeber oder Entleiher zustande kommt. Und das, finde ich, sind richtig gute Regelungen, die wir in dem Gesetzentwurf drin haben. Und was mir noch wichtig ist, gerade als Gewerkschafter, finde ich es ganz, ganz entscheidend, dass wir die Informationsrechte des Betriebsrates stärken. Das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt, um zu schauen, läuft es richtig oder nicht. Um es beurteilen zu können, muss ich wissen, was läuft denn in dem Betrieb. Genau das, diese Möglichkeit geben wir jetzt den Betriebsräten. Und dann komme ich natürlich zu einem Punkt, einem Wunsch, den ich noch habe in den weiteren Verhandlungen. Ne? Mir wäre es auch noch wichtig, wenn wir diese Durchsetzungsfähigkeit dieser Informationspflichten deutlich schärfen. Dieses Gesetz hat das Ziel, das haben wir von vornherein gesagt, und das wird, glaube ich, kann man auch guten Gewissen so sagen, wird eingehalten. Wir wollen den Missbrauch bekämpfen, und wir haben wesentliche Bereiche, wo Missbrauch betrieben wird, bei Leiharbeit, bei Werkverträgen, mit diesem Entwurf auch dicht gemacht. Natürlich ist das alles ein Kompromiss, und jeder Kompromiss hat natürlich zur Folge, dass man auch noch Wünsche hat, wo man etwas verbessern kann. Ich halte es zum Beispiel für wichtig, dass man auch noch mal darüber nachdenkt, wann beginnt denn Equal Pay zu zählen. Ich finde es nicht gerecht, wenn man sagt, das beginnt erst am 1.1. Das verstehen die Menschen auch nicht, die schon 9 Monate da gearbeitet haben, dass sie noch weitere 9 Monate arbeiten wollen. Da haben wir noch eine Gerechtigkeitslücke, die wir noch im laufenden Verfahren schließen müssen. Und über ein paar andere Sachen werden wir auch noch reden. Aber zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, das ist ein guter Schritt zum Ziel. Das ist noch nicht das Ziel,
Das hat auch keiner von uns behauptet, aber es ist ein guter Schritt, ein guter Gesetzentwurf. Wenn wir Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt haben wollen, Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Wenn wir Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt haben wollen, muss das einhergehen mit guten Lohn und Sicherheit für die Arbeitnehmer. Und das ist das, was wir Sozialdemokraten wollen. Und dieses Ziel werden wir auch weiter verfolgen. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Albert Stegemann von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Wagenknecht, Sie haben ja jetzt schon einiges zu hören bekommen, aber ich will mich auch ein Stückchen weit bei Ihnen bedanken, nämlich, dass Sie wirklich ein Stückchen weit Einblick in Ihr Weltbild und Ihr Menschenbild gegeben haben. Wenn es nach Ihnen geht, muss alles gleich sein. Und erst wenn wirklich jeder Arbeitslohn gleich ist, jeder Tarifvertrag gleich ist, dann sind Sie zufrieden. Aber nehmen Sie doch einfach mal zur Kenntnis, dass Sie damit nicht 43,5 Millionen Menschen in Arbeit bringen. Wir und die Bundesregierung, die hat Verantwortung übernommen. Sie macht eine Arbeitsmarktpolitik, die möglichst viele Menschen in Arbeit bringt. Und darüber hinaus will ich Ihnen auch sagen, wenn Sie Ihre Andeutungen, was unsere Parteispenden angeht, sind wirklich unredlich und unsere Parteispenden kommen schließlich nicht aus einem SED-Vermögen. Also von daher sollten Sie sich an der Stelle wirklich zurückhalten. Also, Herr Stegemann, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein, ich werde erst mal meine Rede vortragen, aber Sie können dann ja gerne später intervenieren. Ja, also heute legen wir den Gesetzentwurf über die Änderungen in der Arbeitnehmerüberlassung vor. Vor beinahe 3 Jahren haben sich die Regierungsparteien in den Koalitionsverhandlungen auf die Eckpunkte geeinigt. Seitdem wurde intensiv um die Umsetzung gerungen. Die Öffentlichkeit hat dies stets mit reger Beteiligung begleitet. Und um es ehrlich zu sagen, alleine die Zeit zeigt, es war keine einfache Geburt. Damals wie heute war und sind die gesetzlichen Eingriffe nicht unumstritten. Ich möchte Ihnen aber sagen, wir haben einen guten Kompromiss erreicht. Das Gesetz wird neue Leitplanken setzen und seinen Teil dazu beitragen, dass sich Zeitarbeit in positiver Weise weiterentwickeln kann. Nach wie vor gibt es Bedenken gegenüber einem Instrument auf dem Arbeitsmarkt, das sich mittlerweile fest etabliert hat. Und das, obwohl die Branche in den vergangenen Jahren große Schritte unternommen hat, um aus der Schmuddelecke herauszukommen. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die Politik der letzten Bundesregierung. Sie hat die schwarzen Schafe der Branche schon einmal in die Schranken gewiesen. Kaum ein anderes Thema in der Arbeitsmarktpolitik wird so ideologisch aufgeladen diskutiert. Dabei will es so manchem Vertreter nicht gelingen, sein angestammtes Rollenbild hinter sich zu lassen. Demnach ist Zeitarbeit per se prekär, der Verleih unmoralisch. Und jede noch so kleine Differenz zur Normalbeschäftigung muss herhalten, um angeblich negative Folgen beweisen zu können. Und diese reichen dann von gesundheitlichen Problemen über Spaltung ganzer Belegschaften bis hin zur systematischen Ausbeutung der Arbeitnehmer. Auch Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Linken, machen das mit Ihrem ebenfalls vorliegenden Antrag mal wieder reichlich Gebrauch von dieser Argumentation. Aber dass die vorhandenen Unterschiede mit den Eigenheiten der Branche zu tun haben, geschenkt. So wird nämlich ein Großteil der Leistungen vor allem im Helferbereich erbracht. Dieses spiegelt sich logischerweise auch in der Bezahlung wider. Dass sich die Zeitarbeit in den letzten Jahren nicht zu einem Massenphänomen entwickelt hat, ebenfalls geschenkt. Zeitarbeit deckt trotz wachsender Zahl an Beschäftigten weiterhin nur einen Randbereich des Arbeitsmarktes ab. Mehr noch, der Anteil liegt aufgrund der allgemein steigenden Beschäftigung sogar bemerkenswert konstant bei unter 3%. Und dass anerkannte Forschungsinstitute wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung so manche These wie die der systematischen Verdrängung der Stammbelegschaft widerlegt hat, auch dies geschenkt. Es spielen dann anscheinend auch keine Rolle mehr, dass ein Großteil derjenigen, die in der Zeitarbeit beschäftigt sind, vorher arbeitslos waren. Zeitarbeit bietet Perspektiven. Zeitarbeit ist auch nach wie vor eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt. Deshalb, die Arbeitnehmerüberlassung hat seinen Platz am Arbeitsmarkt, denn sie bietet gleichermaßen Vorteile für Arbeitnehmer wie auch für Arbeitgeber. Diese Vorteile zu erhalten, war der Geist und zugleich Maßgabe des vorliegenden Entwurfs. Mit dieser Maßgabe haben wir konkrete Eckpunkte im Gesetz diskutiert. Der erste Punkt, den es zu erörtern galt, war eine zeitliche Begrenzung der Zeitarbeit. Laut Gesetz wurden
werden Arbeitnehmer vorübergehend entlassen. Was genau vorübergehend bedeutet, das war ein Auftrag, den das Bundesarbeitsgericht dem Gesetzgeber ursprünglich ins Aufgabenheft geschrieben hat. Dies kann mittlerweile weitaus offener formuliert werden. Verantwortlich hierfür sind Vorgaben auf europäischer Ebene. Daher stellt sich die Frage, wann nützt eine Höchstüberlassungsdauer eigentlich den Arbeitnehmern und wann schadet sie diesen? Ist es zum Nutzen des gut bezahlten Projektingenieurs, wenn er nach 18 Monaten von seinem Projekt abgezogen werden muss? Nützt es dem Kundenunternehmen, wenn es nach 18 Monaten einen neuen Mitarbeiter einarbeiten muss? Nein. Trotz so mancher Wunschvorstellungen müssen wir feststellen, dass es Konstellationen auf dem Arbeitsmarkt gibt, bei denen sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer eine flexible Beschäftigung anstreben. Der Gesetzgeber kann dies nicht verordnen. Somit stehen wir in der Verpflichtung, einen Rahmen vorzugeben, der den Bedürfnissen dennoch gerecht wird. Und im vorliegenden Entwurf ist dies unter reger Beteiligung der Sozialpartner sehr gut gelungen. Es gibt Möglichkeiten zur Abweichung, um die Anforderungen einer arbeitsteiligen Wirtschaft zu erfüllen. Auch wenn ich noch Verbesserungsbedarf sehe, wie der Beteiligung aller Tarifpartner inklusive der Zeitarbeitsbranche. Aber hierüber werden wir in den weiteren Beratungen noch mal sprechen. Der zweite Punkt bezieht sich auf die Bezahlung, konkret dem Equal Pay. Hier möchte ich zuallererst auf den rechtlichen Status quo hinweisen. Demnach hat bereits heute jeder Zeitarbeiter Anspruch auf ein gleiches Entgelt wie ein vergleichbarer Arbeitnehmer ab dem ersten Tag. Dies wird auch weiterhin gelten. Mit tariflichen Vereinbarungen können Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam abweichen. Eine solche Regelung speist sich nämlich aus dem Vertrauen des Gesetzgebers, dass die Sozialpartner am ehesten für die Interessen ihrer Mitglieder eintreten können. Und dies hat sich in der Praxis und über die Geschichte hinweg auch immer wieder bewahrheitet. Und in der Tat haben die Tarifgemeinschaft der Zeitarbeitsverbände und die Gewerkschaften ein umfangreiches Tarifwerk mit diversen Zuschlagstarifen auf den Weg gebracht. Der Gesetzgeber respektiert dies. Tarifautonomie ist ein hohes Gut in unserem Land. Und in dieser Legislaturperiode haben wir dies ja bereits mit mehreren Gesetzen untermauert. Das vorliegende Gesetz zieht nun nach 9 Monaten eine zeitliche Grenze ein, bis zu der eine Lohngleichheit spätestens erreicht werden muss. Damit werden diejenigen Branchen zurechtgewiesen, die sich mit solchen tariflichen Regelungen bisher schwer getan haben. Sicherlich ließe sich über den genauen Zeitpunkt noch mal streiten. Entscheidend ist aber, dass die Umsetzung für alle Beteiligten transparent und vor allem rechtssicher ausgeführt werden können. Denn bei allem, was wir mit diesem Gesetzespaket beschließen, so müssen wir eines verhindern, dass wir die anständigen Unternehmer, die sich vernünftig um ihre Mitarbeiter kümmern, unter einen Anfangsverdacht des kriminellen Handelns stellen und sie im Unklaren und in unklare Situationen versetzen, in denen ihnen dann vorschnell drakonische Strafen drohen. Ein dritter Punkt, auf den ich abschließend hinweisen möchte, ist die angestrebte Abgrenzung von Zeitarbeit und Werkverträgen. In der Praxis ist es nicht immer auf den ersten Blick klar erkennbar, inwieweit ein Beschäftigter in den Betriebsablauf eingebunden ist und Weisungen empfängt. Für die Unterscheidung, ob es sich um eine selbstständige Tätigkeit handelt, ist dies aber unabdingbar. Manche Unternehmen haben sich eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung auf Vorrat beschafft. Wir mussten allerdings feststellen, dass dieser doppelte Boden im Einzelfall zu einer erstaunlich hohen Kreativität führte und dies mit dem Ziel, bestehende Gesetze bis in den Graubereich des Erlaubten hinein auszureizen. Und diese Lücke wird nun geschlossen. Mit dem Verbot der Vorratserlaubnis schieben wir möglichen Missbrauch in Zukunft einen Riegel vor. Werkverträge und Zeitarbeit voneinander abzugrenzen, ist in dies nicht mit einer einfachen Checkliste möglich. Unsere Arbeitswelt ist mittlerweile so vielfältig geworden, dass sich viele Fallgestaltungen nicht anhand einiger weniger Kriterien abbilden lassen. Dies mussten auch die vehementesten Kritiker erkennen. Somit ist eine Gesamtabwägung, wie es in der Rechtsprechung geübte Praxis ist, weiterhin unabdingbar. Ich bin froh, dass dies mittlerweile auch Teil dieses Gesetzes ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf trägt den komplexen Zusammenhängen Rechnung. Viele Seiten haben intensiv am Entstehen mitgewirkt und ihre jeweiligen Vorstellungen mit eingebracht. Mein Dank gilt auch dem federführenden Arbeitsministerium. Mit dem Gesetzentwurf haben wir einen Großteil des Weges bereits geschafft.
Dennoch, einige Details sind im Parlament noch zu klären, auch wenn eine von Ihnen bereits veröffentlichte Broschüre aus Ihrem Hause dies so nicht vermuten ließe. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das hinbekommen und dass am Ende des Tages ein ordentliches Gesetz stehen wird. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Willi Brase von der SPD-Fraktion. Entschuldigung, ich habe noch, entschuldigen, Herr Brase, Kollege Brase, wir haben noch eine kurze Kurzintervention von Jutta Krellmann von der Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Stegemann, gleiches Recht für gleiche Arbeit heißt nicht gleiches Recht für alle. Sie haben das gehört, weil Sie das hören wollten. Das ist eine total selektive Wahrnehmung an der Stelle. Das Beispiel, Sie müssen jetzt nicht sich empören, das ist einfach so. Gleiches Geld für gleiche Arbeit, das ist das, was ich gelernt habe, als ich 1972 meine Ausbildung begonnen habe und massenweise Frauen dafür gekämpft haben, dass sie das bekommen. Und jetzt kämpfen nach wie vor Frauen darum und es kämpfen Leiharbeitnehmer darum, dass sie das bekommen. Und das, was in diesem Gesetzentwurf vorgelegt wurde, hat mit gleiches Geld für gleiche Arbeit nichts zu tun, absolut nichts. Und Sie können gleich. Und das Beispiel, wo das möglich ist, in Frankreich beispielsweise, da gibt es gleiches Geld für gleiche Arbeit. In Europa ab der ersten Stunde plus 10%. Darüber hinaus zahlen die Leiharbeitsunternehmen in einen Fonds ein, aus dem Qualifizierungsmaßnahmen finanziert werden, wenn es mal eine überlassungsfreie Zeit gibt für die Betroffenen. Unter solchen Bedingungen kann auch ich mir Leiharbeit vorstellen. Aber das, was ich jetzt hier höre, ist völlig praxisfern. Und ich finde, das ist richtig zu sagen, das ist eine absolute Mogelpackung. Und ich weiß überhaupt nicht, wie Sie Ihren eigenen Gesetzesentwurf wahrnehmen, nach den klaren Kritiken, die jetzt hier gekommen sind. Herr Kollege Brase, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin meiner Fraktion und der Arbeitsgruppe dankbar, dass ich etwas sagen darf zu dem Bereich der Fleischwarenindustrie. Und mit Verlaub, Frau Präsidentin, will ich doch einige Überschriften kurz zitieren. Dort wird gesagt, ein rechtloses und asoziales System betrifft die fleischverarbeitende Industrie. Doch die Arbeit wird nicht weniger hart, die Rumänen und Bulgaren wären ihre ausbeuterischen Vermittler nicht los. Auf Ausbeutung verpflichtet, Kosten für Transport und Unterkunft werden ihnen vom Gehalt abgezogen. Die Lohnabrechnung, die stimmt nie. Ich tue mal die Zettel beiseite. Wir können diese Berichte vervielfältigen. Und ich bin dankbar den Menschen in der Region Deutschlands, wo vor allen Dingen sehr massiv solche industriellen Bereiche tätig sind, dass sie immer wieder auf diese Missstände hingewiesen haben. Und diese Missstände haben dazu geführt, dass wir auch hier im Parlament darüber reden. Und ich bin der Auffassung, dass wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf und mit dem Maßnahmen von Sigmar Gabriel endlich in der Fleischindustrie Schluss machen und dort die schlimmen Zustände verhindern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn, das wollen wir auch zur Kenntnis nehmen, wie man dort mit Menschen umgegangen ist und immer noch umgeht, von Subunternehmern, von Werkverträgen, von Leiharbeit, all das, was eben schon von den Kolleginnen und Kollegen beschrieben worden ist, dort wird ein Riegel vorgeschoben. Und auch mit dem Mindestlohn, den man in dieser Koalition durchgesetzt hat, haben wir etwas Gutes gemacht in der Fleischindustrie. Denn es geht nicht darum, dass die Fleischbarone und die Großen noch immer reicher werden und den einen oder anderen Fußballverein pampern, sondern es geht auch darum, dass Menschen, egal wo sie herkommen, vernünftig bei uns arbeiten können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb halte ich die vorgesehenen Maßnahmen für richtig. Ich will kurz eingehen auf die Erklärung, die unter maßgeblicher Beteiligung von Bundesminister Gabriel mit den Großen der fleischverarbeitenden Industrie abgeschlossen wurde. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass wir 10.000 Menschen sozusagen wieder ins deutsche Arbeitsrecht, also das, was für uns gültig ist, wieder zugeführt werden können. Und ich sage, der nächste Schritt muss eigentlich sein, dass diese 10.000 nicht nur im deutschen Arbeitsrecht unterliegen, sondern dass Festangestellte werden. Denn das war das Ziel dieser Vereinbarung, die Sigmar Gabriel mit den Großen abgeschlossen hat. Und als nächsten Schritt halte ich es für richtig, dass wir unseren Gesetzentwurf zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und was Leiharbeit und Werkverträge angeht, auf den Weg bringen. Und mir ist es lieber,
dass das Glas halb voll ist, als dass dann noch mal Monate oder Jahre Leute in den bestehenden Zuständen lassen. Und dieser Gesetzentwurf bringt das richtig nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zusammengefasst, es ist eine schwierige Branche, die Fleischindustrie. Sie wächst und wächst. Es werden dort es werden gute Gewinne gemacht. Und jetzt ist es an der Zeit, dass aus Subunternehmertum, aus Werkverträgler, Leiharbeiter endlich Festangestellte auch in dieser Branche werden. Dann kann sie sich auch moralisch wieder sehen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank. Als nächster Redner hat Steffen Stracke von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Uns steht ein sozialpolitischer Herbst bevor. Heute mit der Einbringung unseres Vorschlages zur Regulierung der Zeitarbeit und der Werkverträge, später heute noch am Tag des Bundesteilhabegesetzes, das mehr Möglichkeiten und Chancen geben soll, für Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Nächste Woche dann wollen wir unsere Überlegungen als Regierungskoalition vorstellen, wie wir das Arbeiten im Alter und die Übergänge in die Rente hinein passgenauer und flexibler gestalten wollen. Und dann werden wir sicherlich spätestens im November eine Debatte haben darüber, wie denn die richtigen Wege in der Rente tatsächlich aussehen. Der DGB-Kongress am vergangenen Dienstag hat ja bereits einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Das sind alles wichtige und vielgeschichtige Themen, die die Menschen berühren. Und es gibt uns auch Gelegenheit, die Gemeinsamkeiten zu betonen im Rahmen dieser Koalition, Standpunkte deutlich zu machen und auch die Unterschiede aufzuzeigen zur Opposition, aber auch zwischen Union und SPD. Klare Standpunkte geben Orientierung, und danach suchen gerade die Menschen, gerade in Zeiten, in denen doch für viele Sorgen und Befürchtungen zum Teil, was die Zukunft angeht, im Vordergrund stehen. Und wir geben als Union klare Orientierung, nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, sondern auch was die sozialpolitischen Themen angeht. Und zuletzt auch, was den vorliegenden Gesetzentwurf betrifft. Der Koalitionsvertrag ist in diesem Bereich doch sehr eindeutig formuliert. Und umso erstaunlicher war es dann, dass das Bundesarbeitsministerium im November 2015 einen Diskussionsentwurf vorgelegt hat, der in den entscheidenden Teilen weit über den Koalitionsvertrag hinausgegangen ist, unnötige Überregulierung bedeutet hätte und die Aufgabenteilung und Spezialisierung konterkariert, die gerade für unsere Wirtschaft so wichtig ist. Man kann nicht auf der einen Seite die Digitalisierung des Arbeiten 4.0 ausrufen und auf der anderen Seite dann durch Überregulierung genau unsere arbeitsteilige Wirtschaft gefährden. Die Bundesarbeitsministerin musste nachbessern, substanziell insgesamt zweimal. Im Februar diesen Jahres legte sie einen ersten Referentenentwurf vor. Die CSU hat dem nicht zugestimmt. Und wieder musste Frau Nahles nachbessern. 3 Monate und ein Koalitionsausschuss später dann die Einigung. Und wenn ich mir diese Debatte beispielsweise auch in diesem Hohen Haus hier noch mal vor Augen führe, dann habe ich doch mal oft den Eindruck, hier wird eher der Klassenkampf ausgerufen oder alte Juso-Zeiten wiederentdeckt. Aber es geht nicht um Ideologie. Ideologie war noch nie ein guter Ratgeber, sondern es geht vor allem darum, wie wir mehr Schutz für Arbeitnehmer organisieren und gleichzeitig die Flexibilität für die Unternehmen bewahren. Dafür steht die CSU, und das ist auch der Leitgedanke unseres Handelns. Und klug ist dabei auch, dass wir den Tarifvertragsparteien hier in die Pflicht genommen haben. Darauf haben wir als Union Wert gelegt. Und das haben wir auch durchgesetzt, den Tarifvertragsparteien Spielraum zu geben bei der Entscheidung über Höchstüberlassungsdauer, Equal Pay, auch die Tarifvertragsparteien den Rahmen zu setzen, was beispielsweise für diejenigen Betriebe geht, die keinen Tarifvertrag haben. Das ist sicherlich richtig, und das zieht sich auch jetzt durch den Gesetzesentwurf, so wie er eingebracht wird, durch. Und Frau Müller-Gemmicke, wenn Sie darauf hinweisen, die Grünen stehen für Equal Pay vom ersten Tag an, dann darf ich darauf hinweisen, dieser Gedanke steht bereits im Gesetz. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt vom ersten Tag an. Nur die Tarifvertragsparteien weichen davon ab. Das ist Ausdruck der Tarifautonomie. Und ich kann mir überhaupt nicht vorhalten lassen,
dass es hier etwas zu kritisieren gibt, was ausschließlich der Gewerkschaftsbund mit unterzeichnet, der DGB, nämlich derjenige, der die Tarife letztlich mit abschließt. Das sollte man auch in diesem Hohen Haus hier zur Kenntnis nehmen. Die Zeitarbeit ist ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument. Flexibilität für die Unternehmen, gerade was Arbeitsspitzen angeht. Aber es nutzt auch gerade den Menschen, die es gemeinhin schwerer haben auf dem Arbeitsmarkt. Ich meine Geringqualifizierte, ich meine Arbeitslose, ich meine diejenigen, die als Jugendliche ohne Abschluss oder ohne Ausbildung dastehen. Zeitarbeit bietet dafür an sich die Möglichkeit, Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen wollen wir hier in diesem Bereich keine Überregulierung oder, wie es die Linken fordern, einen Verbot der Zeitarbeit. Ich bin da durchaus verwundert, dass gerade die Linken sich für einen Verbot der Zeitarbeit aussprechen. So verstehe ich jedenfalls den Wortbeitrag von Frau Wagenknecht zu Beginn der Debatte. Das trifft genau diejenigen Menschen, die es besonders schwer haben. Und dass gerade die Linke die Menschen, die es besonders schwer haben am Arbeitsmarkt, treffen will, das ist schon eine Ironie, die es hier gilt, deutlich zu machen. Und deswegen machen wir solches tatsächlich nicht. Die Zeitarbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist kein Massenphänomen. Das Anteil der Zeitarbeitsbranche ist auch über die Jahre hinweg nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil, in Bayern beispielsweise, der wichtige Bereich der Metall- und Nickelindustrie, sind weniger Zeitarbeiter beschäftigt als noch 2012. Also das zeigt, die Anteile in der Zeitarbeit sind nahezu deutschlandweit unverändert. Die Verdrängung in andere Erwerbsformen findet nicht statt. Und zwei Drittel derjenigen, die in Zeitarbeitsverhältnissen stehen, haben vorher keine Beschäftigung ausgeübt. Letztlich mehr als doppelt so viele wie bei anderen Beschäftigten, haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Zeitarbeit bietet Chancen für Arbeit, für Weg. Deswegen werden wir hier nichts tun, was die Zeitarbeit überreguliert. Und die Frau Bundesarbeitsministerin, weil sie dies erkannt hat, hat beispielsweise auch gesagt, wir wollen die Zeitarbeit stärker für Flüchtlinge öffnen. Genau der richtige Weg. Also dahingehend, dass Geringqualifizierte auch hier Möglichkeiten haben an Beschäftigung. Das, was jetzt vorliegt, ist ein austarierter Kompromiss, den die Tarifvertragsparteien maßgeblich mitgeprägt und auch ausverhandelt haben. Das gilt insbesondere auch, was die Branchenzuschlagstarife angeht. Und wir stehen auch zu den Werkverträgen. Werkverträge sind seit Jahrzehnten Bestandteil einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Vergabe von Aufgaben an Dritten auf der Basis von Werkverträgen gehört zum Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, unverzichtbar, gerade was Spezialisierung und Konzentration angeht. Und das hat vor allem viel mit Qualitäts- und Effizienzsteigerung von Müller-Gemmicke zu tun, viel mit Wettbewerbsfähigkeit und damit auch den Erhalt von Arbeitsplätzen. Und deswegen ist für uns auch wichtig, da wo Werkverträge draufsteht, sollen auch Werkverträge drin sein. Rechts- und sittenwidrige Gestaltungen von Werkverträgen lehnen wir ab. Der Kriterienkatalog, der am Anfang der Diskussion stand, ist vom Tisch. Er hat sich als praxisfremd erwiesen. Und deswegen ist es gut, dass die Tarifvertragsparteien, aber auch die Koalition einen Vorschlag aufgegriffen haben, der aus den Reihen der Bundesarbeitsrichter kommt und der jetzt auch Niederschlag im Gesetzesentwurf gefunden hat. Keinen praxisfremden Katalog, keine Beweislastumkehr, sondern das, was in der Praxis tatsächlich tauglich ist, genau das haben wir jetzt im Gesetzesentwurf verankert. Sicherlich gibt es noch vielfältigen Diskussionsbedarf. Das betrifft vor allem eine eindeutige und rechtssichere Definition von dem, was wir unter gleichem Lohn für gleiche Arbeit verstehen. Ich halte viel davon, das tarifliche Bruttostundenentgelt einschließlich der Zulagen ohne Zuschläge als Arbeitsentgelt zu definieren und dann natürlich auch den Bereich der Sanktionen zu sehen. Sanktionen ist ein wichtiges Instrument, gerade um Missbrauch zu bekämpfen, aber auch hier sollte immer das rechte Maß gewahrt werden. Wir haben noch viel Diskussionsbedarf. Die Anhörung bietet hierfür eine erste Gelegenheit. Ich freue mich auf die gesetzlichen und parlamentarischen Beratungen. Herzliches Dankeschön.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 92, 32, 96, 64 und 73, 70 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe die Tagesordnung.